werden, weil ihr habt schon wieder sehr viel Spaß. Herzlich willkommen zur kommentierten Fütterung bei den Eisbären. Wir werden mal diesen Spieltrieb kurz unterbrechen. Die Möhre wirklich ganz vorteilhaft in die Pfote. Die Tonja kann dort nicht stehen. Wie gesagt, durch die hohlen Haare treibt sie da wie eine Boje. Und Sie sehen unseren kleinen Flummi hier, der mit einem Gewicht von etwa 600 Gramm letztes Jahr am 1. Dezember zur Welt kam, hat sich hier prima entwickelt. Mittlerweile muss ich sagen, haben wir mal gewogen wieder mal, man glaubt es kaum, die Waage blieb bei 118,5 Kilo stehen. Also es ist schon ordentlich. Und sie frisst natürlich auch alles mit, was angeboten wird, ob es jetzt das Fleisch ist. Bei ihr muss es immer ganz besonders fettes Fleisch sein. Die kleine Maus ist da wirklich drauf und nimmt auch selbst dann der Mutter die Sachen aus dem Maul, um wirklich da noch an ein Züpfelchen Fett ran. Statt mal in die Pfote zu beißen, probier mal lieber hochzukommen.